Aua, wir können doch Freunde bleiben. Ich verstehe gerade nicht so recht, was ich machen soll. Ah, Feuerwerk. Ja, das ist ja nicht so geil. Das ist ja überhaupt nicht geil. Aber ich glaube, er verliert Energie. Ach, fuck. Der greift nochmal viel zu schnell an. Ich sehe nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Ach so. Ach, Bert ist wieder am Quatschen. Alter. Lass mich mal... Ach, Mann, das ist ja gerade ein bisschen ätzend. Aber ich glaube, das muss so sein beim Hauptkampf. So. Und er haut seine eigenen Leute weg. Was ist jetzt passiert? Ja! Wunderbar! Mit dem Pfeil voll in die Fresse! Pam! Messaging. Na, Theresa, altes Haus? Kaufst du mir eine Mickey Maus? Gut, das passt jetzt leider thematisch nicht. Ich möchte nämlich wirklich wissen, wie es weitergeht. Theresa. Und jetzt die Wahl, von der ich vor langer Zeit sprach. Streck mich mit dem Schwert der Ewigkeit nieder. Dann wirst du so mächtig sein, wie Jack es sich immer erträumt hatte. Warum sollte ich das... Oder wirf es in den Wirbel, damit seine Dunkelheit für immer gebannt ist. Also, was wirst du tun, kleiner Bruder? Liebe Schwester, warum sollte ich dich bitte schön mit einem Schwert niederstrecken? Das soll... Die Frage stellt sich mir gar nicht. Möchtet ihr das Schwert der Ewigkeit in den Wirbel werfen? Ja, natürlich möchte ich das. Eigentlich möchte ich es lieber bei eBay verschachern, aber in dem Fall muss ich es wahrscheinlich hier in den Wirbel zwirbeln. So. Weg ist es. Nanü? Ach. Gleich ist es weg. Jetzt sind beide da, wo sie hingehören. Für immer verloren. Zeit herauszufinden, wo ich hingehöre. Hierhin mit Sicherheit nicht. Tja, ich kann's dir nicht sagen, Schwesterherz. Quest abgeschlossen, Kampf gegen Messer Jack. Wir haben jetzt Jacks Maske, kriegen eine Gildenbelohnung von 20.000 Gold, Bekanntheit von 4.000 und Erfahrung von 48.000. Der Held hatte über Messer Jack triumphiert und sich der dunklen Macht des Schwertes entzogen. Als er hinaus ins Tageslicht trat, rief die Menge jubelnd seinen Namen. Er war eine lebende Legende. Nach und nach erholten sich die Gilde und deren Leute. Mauern wurden neu errichtet, die Ordnung wiederhergestellt. Für Theresa würde es nicht so einfach werden. Sie zog sich in ein fernes Land zurück, um dort die Wunden ihres Lebens zu heilen. Ein ganzes Jahr war vergangen. Jack war fort und langsam kehrte wieder Frieden in Albion ein. Und endlich konnte sich der größte aller Helden einmal ausruhen. Ein Jahr später. Ach, Mutter. Oh, Held, es tut mir leid zu stören, aber wir erhalten Nachricht von Schnitter, einem unserer ältesten Helden.
Er verließ die Gilde Richtung nördliche Einöde. Aber jetzt? Es wäre gut, wenn ihr zum Großtatenpodium vor der Gilde kommen und es euch selbst ansehen würdet. Na nü? Ich dachte, wir hätten Messer Jack besiegt und jetzt ist hier... Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Wie, nach weiteren... Ihr habt eine neue Questkarte. Wie jetzt Questkarten? Ich habe doch gerade Messer Jack umgebracht. Wie soll denn da, also was ist denn da, wie kann denn das? Naja, erstmal Miete kassieren. Ab nach Oakvale, wenn wir eh schon mal hier sind, dann können wir genauso gut noch die paar Penunsen einstreichen, falls wir nach einem Jahr überhaupt hier Miete haben. Ja, 3000 von 3000. Braucht ihr einen guten Schwertkämpfer? Nein, danke. Hab alles, was ich brauche. Ich frage mich gerade, was das für neue Questkarten sein können. Und ich frage mich noch immer, wie wir durch die Tür kommen, wo ich ja mein Eheleben aufpimpen muss, sozusagen. So, Kohle eingesackt und jetzt würde ich sagen, wir düsen nochmal ganz schnell nach Knothole Glade, denn auch da wartet die Mieteinnahmen eines ganzen Jahres auf uns und wir brauchen gerade jede Kohle, die wir kriegen können, um uns vielleicht doch noch ein bisschen Rüstung kaufen zu können und mal schauen. Ich bin wirklich gespannt, was uns da für Quests noch erwarten. Achso, ich muss ja da lang. Hallo, Mutter. Huch. Also, Jack ist tot. Wer kann denn da jetzt noch? Also, was ist denn da? Was kann denn da wohl? Wie ist denn das überhaupt die Möglichkeit? So, Miete... Einen angenehmen Aufenthalt. Ja, vielen Dank. Ich gehe mal lieber. Tschüss. Heldengilde. Dann düse ich mal in die Heldengille. In die Heldengülle. Und ich will mir das Haus bei Hook-Dingens ja auch noch kaufen, an der Hook-Küste. Aber das hat man erst so spät bekommen, dass man da eigentlich schon längst hätte mit Gold zugeschissen sein müssen, was in meinem Fall ja leider nicht so ist. So, ich gehe jetzt mal... Ich gehe mich nicht leveln, weil drauf geschissen. Ja, Entschuldigung, aber ich weiß nicht, ob sich das überhaupt noch lohnt und ich frage mich, was... Viele starben. Ich glaube, diese Kreaturen sind bekannt als Herbeirufer. Ich habe versagt. Ich werde versuchen, ihre Reise zum Festland zu verhindern. Aber ich brauche Hilfe. Der stärkste von euch muss die erste Dämonentür beim Podium öffnen. Dort ist das Feuerherz. Was? Nur der Erwählte wird von den Propheten angehört. Ruft mit dem Herz das Schiff der Ertrunkenen. Schnell, bevor alles verloren ist. Schnitter? Schnitter! Wir haben ihn verloren! Skorm! Die Dämonentür erwachte heute Morgen, ließ aber keinen von uns durch. Sie sagt, wir seien unwürdig. Es liegt bei euch. Ihr habt Jack ganz allein besiegt. Wenn sie sich nicht für euch öffnet. Der Mann hat recht. Ich tue, was ich am besten kann und wälze Bücher. Wir müssen wissen, wer diese Herbeirufer sind. Viel Glück! Ja, okay. Also, ich mache erstmal das Wichtigste von allen und hol mir erstmal noch schnell einen neuen Titel. Das. Ach, wir haben 51.000 Gold übrigens. Genau so, Maleficus Avatar. Ach, ich hole mir jetzt den Avatar, wo es aufs Ende zugeht. Pam, Avatar. Die Dämonentür am Aussichtspunkt lässt keine Helden hinein. Sie sagt, sie wartet auf den Richtigen. Huch. Kann ich helfen? Was ist das denn? Ah. Ich wollte da nicht auf G drücken. Und wo wir so viel Geld haben, ich verpisse mich nochmal ganz kurz zur Hook-Küste. Der gewiefte Zuschauer wird sicherlich bereits erahnen, was ich dort vorhabe. Denn auch Helden brauchen Geldenquellen. Ja. Und eine solche Geldquelle gibt es hier noch und die lasse ich mir gleich mal für 29.000. Ja, für 29.000 vermieten wir die gleich mal und ich komme noch nicht rein. Das ist ja ein bisschen doof.
Ja, für 7000 verschönern geht in Ordnung. Jetzt haben wir noch 14.000. Für 9000 verschönern geht auch noch in Ordnung. Alles darüber kann ich mir gerade noch nicht leisten. Und jetzt versuche ich mal Folgendes. Kann ich mich von hier aus nach nach Dingens beamen? Aussichtspunkt. Ne, von hier aus nach Hook geht nicht. Ich wollte da jetzt direkt schon so ein paar Dinger aufhängen. Ich werde mich gleich nochmal zurückbeamen, um einfach zu gucken, ob die Tür dann offen steht. Hier werdet ihr nicht enttäuscht. Zu spät, ich bin schon enttäuscht. Und ich düse jetzt nochmal zur Hook-Küste, weil ich würde wirklich gerne ein paar Dingens da aufhängen. Ein paar Trophäen. Im Haus natürlich. Ich hoffe, das geht jetzt. Ich bin mir da nicht so sicher, wie Fable das löst, dass sich die Tür öffnet bei vermieteten Häusern. Sieht auf jeden Fall noch nicht so gut aus. Hallo, ich bin hier der Vermieter. Ja, ist ja ein bisschen doof, aber naja, gut. So, dann düse ich mal wieder zurück zum Aussichtspunkt und dann gucke ich doch mal, was sich da vielleicht machen lässt. Ob die Dämonentür uns womöglich durchlässt. Was darf ich für euch tun? Gar nichts, vielen Dank. Hallo, ich bin der Avatar. Ich wusste, dass uns Jacks Tod keinen Frieden bringen würde. Das Böse verschwindet nie wirklich. Das stimmt. Die Propheten des Feuerherzens warten hinter der Dämonentür auf euch. Ja, dann will ich die Feuerherzen mal gar nicht enttäuschen und mal gucken, ob die mich reinlässt. Ihr tragt die Maske von Messer Jack. Die Propheten sahen die Ankunft eines solch legendären Helden voraus. Ah. Die Auferstehung der Herbeirufer in der nördlichen Einöde ist eine neue Bedrohung für alle Lebensformen. Wir haben dies seit langem befürchtet. Hinter meinen Mauern liegt das Feuerherz. Aha. Dort sprecht ihr mit den Propheten, die darüber wachen. Okay. Ihr dürft eintreten, aber achtet auf den Herzschlag. Er hat viele vor euch versenkt. Wie viele vor mir kann es denn gegeben haben mit der Maske von Messer Jack? Und ich frage mich gerade, wenn die Hauptstoryline sich doch um Messer Jack und unsere Familie gedreht hat und der ist jetzt tot, warum geht's denn jetzt weiter? Ich verstehe das nicht. Geht durch die Dämonentür und redet mit den... Ja, wirklich, Opa. Okay. Wir sind die Propheten des Feuerherzens. Hallo. Es war euer Schicksal, uns aufzusuchen, o Held. Die Bestie erhebt sich im frostigen Norden. Nur wer das Herz bekommt, kann sie stoppen. Deine Kräfte führen euch über das Meer. Dort trefft ihr auf eine Kraft des Bösen, dessen Wut noch nicht einmal der Tod stillen kann. Was soll denn das? Sagt ihm einfach, er soll uns hier rausholen. Ja, ja, dazu kommen wir noch. Um das Feuerherz zu holen, müsst ihr das Rätsel von Tag und Nacht lösen. Und wir sind endlich frei! Seht die Tafel vor euch an. Jedes Mal, wenn ihr alle Monde in Sonnen verwandelt, erlöst ihr einen von uns aus dem ewigen Gefängnis. Füllt ihr das Brett aber mit Monden, stirbt einer von uns und das Feuerherz wird nie euer sein. Was? Ihr sagtet doch, er bekäme es, auch wenn er uns alle tötet. Ich habe es gehört. Still, Dummkopf! Es ist ganz einfach. Löst das Rätsel, holt euch das Herz und wir kommen raus aus diesem Loch. Alle sind zufrieden, alles klar? Okay, dreht alle Platten auf Sonnensymbol, um einen Propheten zu befreien. Dreht alle auf Mondsymbol, um einen zu töten. Vollendet alle 5 Runden, um das Feuerherz zu bekommen. Das wird ja interessant. Zur Befreiung des Propheten müsst ihr alle Mondsymbole in Sonnensymbole umwandeln, indem ihr auf sie tretet. Wenn alle zu Mondsymbolen werden, schreibt ein Prophet, das Rätsel wird jedoch auch dann gelöst. Das Feuerherz spielt bei jedem Schlag eine mächtige Flamme aus. Speit bei jedem Schlag eine mächtige Flamme aus. Wenn ihr das Rätsel nicht löst, bevor die Zeit abläuft, werdet ihr verbrannt. Na super.